Momente von Carmen Kraut. Zeit heilt nicht alle Wunden. Nein, so ist das nicht, auch wenn das oft gesagt wird. Es gibt verschiedene Arten von Lebenswunden. Die einen sind körperlich, die anderen seelisch. Oft kann man die körperlichen Wunden beheben, korrigieren, medikamentös behandeln, doch alles ist nicht reparabel. So ist es auch mit unserer Seele. Unsere Seele ist zart, weich und empfindsam. Wie oft wird sie verletzt durch uns selber und durch andere? Weil wir es noch nicht besser wissen, wie es geht, verrennen wir uns manchmal im Außen, statt zu uns zu kommen. Können noch nicht fühlen oder erkennen, was wirklich zu uns gehört, was uns ausmacht. Momente. Situationen, die zu uns kommen, zwingen uns regelrecht in die Knie, wollen uns nichts antun, doch bringen sie uns oft über unsere Grenzen dessen, was wir meinen, aushalten zu können und darüber hinaus. Da hilft auch kein Medikament, das den Zustand herunterdrückt und dämpft, denn der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, schonungslos, das ist sehr anstrengend und heftig. Manch einer traut sich das einfach nicht zu, hat Angst vor sich selber oder ist einfach überfordert, denn nach innen zu sehen bedeutet Arbeit und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Momente des Erkennens, Momente nur für sich, ganz allein, eine Weile durch das Tal gehen mit allem, was eben auf diesem Wege liegt. Das ist es, was uns wieder heil werden lässt. Der Abstand zu den Ereignissen, die uns so traurig machen, die schönen Momente im Leben, die es gibt. Zeit heilt nicht alle Wunden. Sie dient uns dazu, den Abstand zuzulassen, zu erfahren und anzunehmen, zu vergeben, vor allem sich selber und weiterzugehen. Diesen Weg und diese Momente gefühlt zu erfahren, bergen eine riesige Chance. Für das Neue, was vor uns liegt, was wir nicht immer gleich sehen können. Momente vergehen. Manche bleiben ein Leben lang in unserer Seele verankert, so oder so. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, doch sie schenkt uns die Möglichkeit, die Dinge mit anderen Augen zu sehen, den Blickwinkel zu verändern und mit Schmerz besser umzugehen. Schmerzhafte Momente werden leiser. Manche verblassen und haben irgendwann keine Macht mehr über uns. Man kann vieles verlieren, was einem wichtig und lieb war. Diesen Verlust in Anführungsstrichen kann man auch mit nichts wieder ersetzen, nichts beschönigen. Das sind irreparable Wunden. Doch wenn die Zeit der Trauer und des Schmerzens gehen, das Loch bleibt. Wir können es mit Herzenswärme und Eigenliebe füllen. Schritt für Schritt, Moment für Moment, das ist unsere Aufgabe. Du musst nichts tun, lass dir nichts anderes einreden. Alles darf sein, damit du dich finden kannst. Sei mutig und trau dir selber zu, dass deine Seele den richtigen Weg weiß. Werde ruhig und höre ihr zu. Lausche. Nehme dir so viel Zeit, wie du brauchst, um wieder in deine Mitte zu kommen. Gehe dem nach, was aus deinem Herzen kommt, und lasse dein Licht leuchten. Fühle deine Liebe, deine Wünsche und Träume. Sprenge die Grenzen deines Denkens. Schenke dich dir selber, ganz und gar, Moment für Moment. In Liebe an den Menschen. Carmen. Gesprochen, Gabriele.